Ganz zu Firebird, da kenne ich eigentlich nur die Klappmesser. Ah, jetzt habe ich mal ein Survival-Messer, ein Fixed Blade. Wenn es dich interessiert, was es kann, bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der René Ross vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist im heißen Sommer. Und heiß soll auch angeblich dieses Messer hier sein, dieses Survival-Messer von Ganzo. Ich habe ja eingehend schon gesagt, eigentlich sind die für Klappmesser, da habe ich ja schon sehr viele davon und auch viele getestet, gibt da einen Link da drauf. Und jetzt habe ich mir mal so ein Fixed Blade gegönnt. Der Preis ist ja absolut heiß, nämlich gering, nur irgendwie unabhängig jetzt vom Preis her, erinnert mich das halt schon irgendwie so ein bisschen an Gerber Bear Grylls Messer. Und dann diese ganze Elite Force Geschichte, wo es dann auch dieses EF 142 oder wie das Ding heißt, wo da vorne diese Serrated ist, das haben die Chinesen glücklicherweise hier nicht gemacht. Also es ist ein absolut glatter, ja, eine glatte Klinge. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht einmal ausprobiert. Ja, ich habe es gerade ausgepackt und habe mir gedacht, machen wir gleich einmal ein Video. Das ist also noch fettig, ja, stinkt aber nicht unangenehm. Ja, schauen wir es uns einmal an, was es kann. Ja, das Messer soll ja ein sogenannter Fulfang sein und das halte ich aber für ein sogenanntes Gerücht. Warum? Also, dass der Klingenstahl natürlich wahrscheinlich da komplett durchgeht, vom Gewicht her kann man das erahnen, und da hinten, da ist auch so ein kleiner Hammer drauf, das heißt, da kann man dann schlagen, wir werden das dann nachher auch probieren oder besser gesagt draufschlagen. Das schauen wir uns alles gleich nachher an. Aber der Punkt ist eigentlich ein anderer. Ich glaube nicht, dass das hier da komplett durchgeht, das glaube ich einfach nicht. Aber ja, reinschauen kann man nicht, weil dieser Gummigriff komplett verschweißt ist. Liegt auch sehr gut in der Hand. Ich muss auch sagen, dass ich positiv überrascht bin. Es ist auch mörderscharf. Ernsthaft, ich habe ja viele Dinge in der Hand. Und ich habe schon Messer um einen höheren Preis in der Hand gehabt, die weniger anfetzen. Also, wop, ja. Da bin ich jetzt einmal positiv überrascht und möchte euch dazu sagen, dieser Haselstecken, wie du siehst, der ist schon ein bisschen angekohlt, den habe ich aus der Feuerstelle geholt, der ist auch absolut trocken. Also wirklich ein schönes, hartes Holz, und wenn du dir die Schnittfläche anschaust, ja, das ist wirklich, wirklich schön brauchbar. Ja, die Klingenform, die ist irgendwie lustig, finde ich, zumindest, weil da kann man da vorne schön nehmen. Ja, könnte man mal probieren zum Bohren. Auch das liegt jetzt gut in der Hand. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen ölig noch, die Klinge. Das Öl stinkt aber im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die ich so erlebt habe, gar nicht. Also es ist ein bisschen rutschig jetzt dadurch, aber sonst glaube ich, liegt das auch gut in der Hand für solche Arbeiten. Ja, beziehungsweise, dass man da vorne mit der Klinge arbeitet, das finde ich nett. Dann haben die da diesen obligaten, wir sind cool und machen da vorne eine Ausnehmung, dass man feine Arbeiten machen kann, was ja auch total in Ordnung ist. Wobei, als ich mir das Messer in die Hand genommen habe, habe ich mir eigentlich gedacht, warum wird das nicht bis ganz nach vorne gemacht? Hier in dem Bereich nämlich, weil schau, man kann das eh relativ weit vorne nehmen, da ist nur dieses kleine Parierelement, das heißt, ich könnte hier eh genug Druck aufbauen. Also ich würde das sogar netter finden, aber gut, sie haben es halt anders gelöst. Ich würde da wirklich komplett die Klinge nach vorziehen, dann hat man auch mehr Klingenfläche zur Verfügung. Aber da haben die einfach gesagt, wir wollen. Macht wirklich Spaß, ja, macht wirklich Spaß. Anderes Design haben, na, ist ganz einfach so. Geliefert wird das Teil in so einer wirklich äußerst robusten Kunststoffscheide, wir werden die dann nachher auch noch ein bisschen belasten. Und eigentlich habe ich mir gedacht, also ich habe es mir zumindest vorgestellt, wie ich das bestellt habe. Ich weiß nicht, ob es das auch auf Amazon gibt, ich habe es bei Gearbest bestellt. Habe ich mir eigentlich eingebildet, ja, dass da ein Feuerstahl drinnen sein soll zum Rausziehen. Das Loch wäre ja auch da. Na gut, dann habe ich nach China eine E-Mail geschickt, Freunde, das Ankommen, danke. Ja, gibt es ja auch in unterschiedlichsten Farben. Aber habe ich gesagt, danke, wo ist mein Feuerstahl? Haben sie gesagt, Feuerstahl? Also, sie wissen, was das ist, aber was ich eigentlich will. Und ja, da ist kein Feuerstahl. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, aber das ist ganz einfach so. Wir werden das dann nachher eh testen. Hier ist eine kleine Ausnehmung, da ist er wirklich sehr, sehr scharf gehalten. Werden wir dann gleich nachher testen mit dem Feuerstahl. Soll so sein. Die Scheide, das sitzt auch gut drinnen, das passt. Und ist der Gürtel, so Gürtelschlaufe aus Nylon, da verschraubt. Hinten ist halt so ein Schleifelement, so wie wir das halt kennen, Diamant. Aber das nehme ich dann, wenn ich das Messer schon so heruntergearbeitet habe, dass ich noch mehr Wasser schneiden kann, weil das ist so rau, absolut irre. Und da ist ein Gurtschneider. Du siehst wirklich sehr gut. Vielleicht ist es auch ein Kleidungsschneider.
Na, eigentlich nicht. Das ist etwas, was ich noch nicht geknackt habe. Und zwar irgendwie würde ich halt, wenn ich wäre, oder ich halt der Designer wäre, mir die Frage stellen, wo habe ich dieses Messer am Gürtel? In der Stadt? Na eher nicht. Und in der, du weißt schon, was ich meine, in der Stadt kann man sowas brauchen, aber ist ja wurscht, es ist halt drauf und es soll nichts Schlimmeres passieren. Was mir fehlt, ist unten das Locherl. Das ist leider nicht drauf, das heißt, wenn Wasser reinrinnt, ja, dann steht das halt, aber ja, soll halb so wild sein. Wenn dann Wasser drinsteht und es gefriert, so richtig schön an, das glaube ich, das ist da sicherlich lustig. Insgesamt ist diese Scheide massiv robust, also wir werden das dann nachher eh testen. Sie hat aber dadurch auch ihr Gewicht, das kennen wir aber eh von den Gerber und all den anderen Dingen auch. Ja, so schaut's aus. Das ist das Ausstattungsbereich und jetzt wollen wir mal ein bisschen härtere Dinge mit dem Ding anfangen. Und natürlich kommt wieder der obligate Batoniertest, aber ich meine, wenn das jetzt irgendwie anders ausgegangen wäre, dann würde ich mich irgendwo beschweren, wobei beschwer dich mal in China. Ja, trotzdem. Also das geht einmal alles fix und da wäre es halt schön, wenn da nicht diese Fingermulde wäre, sondern komplett die Klinge nutzbar. Das wäre einfach cooler, aber oft hast du Pech. So, auch auf den Griff schlagen. Auch das muss das Ding einfach aushalten. Und tut es natürlich auch. Schlagen wir mal. Greift sich auch gut an, also da gibt es einmal überhaupt nichts zum Herumsudern. Dann. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Locken gemacht, wie du siehst, und ich habe da vorne in die Fingermulde reingriffen. Ich finde aber das Arbeiten da drinnen wirklich unangenehm, also mir taugt das einfach nicht. Ich würde es, wie gesagt, gerne nach hinten nehmen, aber... Ja, na gut, jetzt habe ich mal die Locken gemacht. Ich zeige es dir einfach noch einmal, so ein bisschen was halt. Und dann wollen wir ganz einfach schauen, wie das mit dem Feuerstahl so vor sich geht. Das testen wir auch gleich aus gemeinsam. Und ja... Geht alles ganz gut. Muss aber dazu sagen, dieser Teil hier, der ja da wirklich gemacht dafür wird, um Feuerstrahl zu bedienen, ist wirklich sehr scharf. Nur, mit dieser Mulde, die ist irgendwie gerade, macht mich wahnsinnig. Der gehört nämlich ein bisschen weiter hinten, meiner Meinung nach, weil du musst das so nehmen. Und da wäre einfach nett, wenn ich den Druck da aufbauen könnte. Ich meine, die Kante da, die ist eh auch schön scharf. Also man muss eh nicht wirklich genau da drin arbeiten, kann eh nebenbei auch, aber das ist halt schon was anderes. Ja. Ja, schade. Ja, dann machen wir mit unserem Test gleich weiter. Excalibur, wer dich herausziehen kann, wird der neue König. Ja, der König von was ist die Frage? Also das Ding ist wirklich schön robust, weil da gibt es überhaupt nichts, also da kann ich den Hackstock schön hin und her bewegen. Da reißt auch nichts, jetzt schlagen wir mal seitlich rein. Das macht einen urcoolen Ton, vielleicht hörst du das auch so. Doing. Vielleicht könnte man da mehrere Messer in unterschiedlichen Tiefen reinhauen, dann kann man vielleicht Xylophon spielen so in der Richtung. Ja, gut, also da tut sich nichts. So, und jetzt Excalibur, du wirst meines sein. Okay, also gut, ich bin der König von dem Hackstock hier. Naja, also auch gut, die Stabilität, da hat alles mitgemacht. Also da gibt es jetzt nichts, was irgendwie nicht schief oder sonst was. Ich meine, das ist ein Stück Stahl. Und ja, gehen wir zum nächsten Test.
Ja, und bei dem Test wollen wir jetzt gar nicht das Messer checken. So, sondern wollen wir mal. Ich meine, ich stelle mir die Frage, ich tue es einfach, weil ich kann, ja, aber wozu eigentlich? Aber wo ist, also, so eine Scheide. Ich meine, welcher Vollkoffer klopft normalerweise auf eine Scheibe außer ich? Auf so eine Scheide außer ich halt, ne? Aber. Ja, ja. Was ich halt jetzt getan hat ist, natürlich logischerweise, also es ist alles heil, ja, das ist alles ein Guss, also das ist top, ja, da gibt es nichts. Natürlich hat sich da jetzt diese Schraube, weil ich da drauf gewaschen habe, ein bisschen gelockert. Das kann man aber sicher wieder anziehen, ja, das kann man anziehen. Aber sonst ist da jetzt auch nichts passiert, also auch die Scheide ist top, also da ist nichts gerissen, da ist überhaupt nichts passiert. Ich meine, ich habe auch nichts anderes erwartet. Ja, also robust ist es auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen hacken. Ich bin ja fauler Hund, ne? Ich will mal probieren, ob ich statt jetzt meine Axt zu holen, mit diesem Messer diesen Buchenblock fetzen kann. Okay, ich will es wissen. Ja, dann hacken wir mal da rein. Also ich finde, dass sich auch gut damit hacken lässt. Also für die Klingen, das ist keine Axt oder kein Beil, das ist klar, aber es zieht eigentlich ganz gut. Es ist hinten im Griffbereich, im hinteren Griffbereich auch ein Loch, da könnte man jetzt das Schnurtor, also dieses Lineart durchmachen. Das könnten eigentlich die Hersteller auch gleich eins dazugeben, das wäre super, dann könnte man es da hinten nehmen und schön fetzen. Aber ist halt jetzt so. Bringt wirklich gut ein. Und das Schöne ist, also man hackt rein und kann dann wirklich so richtig schön antauchen. Ich meine, dass das für den Anschliff nicht cool ist, das ist klar. Aber das Messer macht das alles mit. Da gibt es überhaupt nichts. Ja, also robust ist es allemal. Ja, was ist nun das Fazit von diesem Messer? Also ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht, besonders für den Preis. Wenn dir das interessiert, Link findest du unten, schau es dir ganz einfach an. Sehr robust, absolut in Ordnung, nettes Arbeitsmesser. Ich werde es in den Langzeittest nehmen, das heißt alle Survival-Trainees, die zu meinen Trainings kommen und kein gescheites Messer mithaben. Also da kommen ja manchmal Sachen vor, die halt einfach urarg sind. Da werde ich das zum Beispiel mit austeilen und mir da auch Erfahrungswerte mit reinholen von den Teilnehmern und ich werde es natürlich auch dementsprechend herprügeln. Ich finde es insgesamt interessant, liegt gut in der Hand. Ja, wir werden sehen. Erster Test ist einmal auf jeden Fall okay. Ich mag dir um einen Kommentar bitten. Kennst du das Messer? Was hältst du davon? Hast du ja so genau dieses hier oder ein ähnliches oder die Elite Force oder die Gerber? Erzähl uns einfach ein bisschen was. Was hältst du von diesen Ausnehmungen hier, was ist da deine Meinung dazu? Das würde mich auch interessieren, da sage ich danke dafür. Daumen nach oben, Link zum Produkt findest du unten. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald, ciao.